Södele und damit herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder den Weg hergefunden habt, das freut mich ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen? Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken. Was das Zeug hält, ist ja logisch. So, also, wir haben jetzt folgende Situation. Wir haben beim letzten Mal das Teilstück hier unter anderem gebaut. Da wollen wir weiter ansetzen. Ich will das jetzt gleich vernünftig, verarbeiten sozusagen. Machen wir mal, komm, wir machen es hier oben. Ist das besser? Nehmen wir das mal weg. So, okay, ihr habt... Quatsch. Und darfst gerne weiter runter. So, und du darfst auch weiter runter und du musst ein bisschen höher. Doch, da war der Punkt. Komm, Punkt. Komm, Punkt, Punkt. Ach, come on. Why not? Okay, weil der blockiert. Ist doch scheiße. Ach, come on, das gibt's doch nicht. Der eine blockiert jetzt hier, oder was? Der eine Scheiße. Mist. Der eine Einzelne hier. Gibt's doch nicht. Und der soll da drauf. Okay, warte mal, machen es nochmal. Die müssen nochmal weg hier. Ich will die hier unbedingt nutzen. Wir machen die nochmal weg. Ich habe mich so sehr schon drauf gefreut, dass sie hier passen. Und jetzt zicken sie so ein bisschen rum. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So wäre schön, aber ich nehme auch das hier, wenn es sein muss. Ja, aber es muss ja auch passen hier, ne? Das geht nicht. Ach, verdammt. Okay, warte mal, ich muss mach das mal ganz anders. Ich setze da oben erstmal die Signale hin. So, da ist das Maß der Dinge. Okay. Kann man da irgendwie noch mit drauf? Ne, so geht's nicht. Nehmen wir einen weg. Da kommst du drauf, das sollst du aber nicht. Du sollst nämlich eigentlich da drauf. So, okay. Nächste Aktion wäre dann hier. Das passt nicht mit dem Dings. Wäre es so. Okay, den haben das ginge. Ich sage mixed. Hallo mixed. Okay, das ginge. In der Theorie zumindest. Ausrufezeichen Kaffee. alles klar. So. Dann sagen wir die beiden noch. Die möchte ich ja auch mit drauf kriegen. Den kriege ich da so nicht mit drauf. Den kriegen wir da vorne auch nicht so mit drauf.
Wenn das Teil vielleicht ein bisschen länger wäre, wäre es nicht schlecht. Nein, ich sag dazu jetzt nichts. Okay, wir heben das mal an hier. Bauen uns das nochmal ein bisschen länger. Damit wir das noch ein bisschen weiter rausziehen können. Damit wir ein bisschen mehr Spielraum haben. Weil das ist sonst zu eng. Das schafft er nicht. Dann können wir ein bisschen besser hantieren. Dann müssen wir es nicht alles so eng jetzt bauen. Und dann machen wir es nochmal anders. Speichere. Ja, ne, Tom? Ich hab's mir schon gedacht, dass du das gut findest. Okay, wir ziehen das mal bis hier jetzt. Kriegen wir den da drauf? Nein. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Das geht. Und das geht. So, okay. Dann nehmen wir den nochmal weg. Den nehmen wir nochmal weg. Ja, wie gesagt, dann sind wir ein bisschen entspannter hier, was die Sachen angeht. Bisschen chilliger. Na, dann können wir das, wie gesagt, das wäre schön, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie noch mit drauf. Okay, so. Wieder ein Knuddelwuddel, aber ist egal. Hauptsache, der kommt mit seinen Geschichten hier klar. Hauptsache, er kann seine Signale hier setzen. Der Rest ist mir ja wurscht. So, guck dir das mal an. Na, das nenne ich doch mal eine Gleisführung hier. Schon böse. Nehmen wir das können wir ja mal anders machen. Der nehmen wir mal weg. So, wir machen das mal anders. Oh, den nehmen wir nochmal weg. Der ist etwas versetzt, das ist aber logisch, dass der etwas nach oben geht. Der wird auch etwas nach oben gehen. Na. Und der wird auch etwas nach oben gehen. So, dann passt das. Ja, das war klar, dass es nicht ganz geht. Okay, dann machen wir das nochmal. Den Stummel da nochmal weg. Nehmen wir noch ein paar Millimeter dazu. Ja, wir alle wissen, selbst ein paar Millimeter bringen schon was. Okay, so, jetzt aber. Jetzt passt es. Okay, jetzt können wir runter. So eng wie irgendwie möglich.
Nee, da mag er nicht. Also die Kurve. So eng wie irgendwie möglich. Okay, passt. Es ist wohl angedockt. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber ist wohl angedockt. Obwohl, es sieht echt komisch aus. Nicht, dass das wieder rumzickt. Ah, besser. Okay, sehr gut. Also hier werden wir einen Pendelzug einführen. Der den Kletterradatsch mich von da oben wegholt, hier zwischenlagert. Und der Krempel wird per, na, sag schon, Fördertechnik rangeholt. So. Das haben wir auch. Den nehme ich nochmal weg. Das gefällt mir nämlich nicht. Okay, so, warte. Ich will es nämlich gerade haben. Okay, nee, lieber freihändig. Aber mit Gitter. So, das passt. Das ist in Ordnung. Ein bisschen. So, okay. Na, wird hier denn hier geschmolzen, das Eisenerz, und dann geht das hier ab. So, soweit, so gut. Next one. Jetzt gehen wir hier rüber. Mit dem Eisen. Ich hoffe, können wir überhaupt Eisen drauf transportieren? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich weiß es jetzt nämlich echt nicht, ob wir Eisenerz abtransportieren können. Eisen? Eisenerz, doch. Müssten wir eigentlich doch. Doch, das müsste gehen. Das muss gehen. Ansonsten bringt er meine ganze Planung hier durcheinander. Na. Na? Na komm. Na, warum? Das führt dann direkt an der Strecke dran vorbei. Na, quasi direkt Förderband. Okay, und dann bauen wir den noch dahin und dann sieht das ordentlich aus. Viele Fördertürme, aber es sieht ordentlich aus. So, okay, den haben wir auch am Start.
Gut. So, das Wetter spielt nicht mit. So, das passt auch. Okay, Gebäude ist noch ohne Strom. Ah, da zieht er zu viel. Dann wird er wieder viel zu viel ziehen. Muss den etwas wegnehmen. Ah, komm, komm. Ah, der darf nicht zu viel wegnehmen. Halt. Ich brauche Maximum Power. Jetzt habe ich hier keinen Anschluss mehr, oder was? Okay, ich brauche noch einen Verteiler. Einen Switch brauche ich. Einen Switch brauchen wir. So. Kriegen wir dich da hin jetzt? Na komm. So werde ich dich haben. Maximum Power. Ja, ich baue auch extra mit den oberirdischen Leitungen, weil die einfach mehr Saft nehmen. Sieht nicht schön aus, aber der Entwickler kümmert sich ja darum leider ja nicht, das mal irgendwie zu ändern. Was ich sehr schade finde. Okay, damit hätten wir jetzt die Stromversorgung. Keine Arbeiter, keine Arbeiter. Es fehlt Eisenerz. Und die Kloake haben wir auch noch nicht. Oh Mann. Hier hinten haben wir schon, oder? Setz die einfach jetzt mit hier ran. Ja, dann ist Ruhe. Im Karton müssen wir nur noch die Leitung setzen. Das kann ich aber offscreen machen. Ja, ich weiß. Ich finde es aber echt schade. Und sei herzlich willkommen, Zova. Ich finde es echt schade. Es ist echt, ja, nicht so prickelnd. Na, dass man wenigstens diese Stromkästen einstellen könnte, sag ich mal, wo sie die Dinger nehmen sollen. Das wäre eine große Hilfe. So. Jetzt müssen wir überlegen. Also, wir haben da, 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 hier. Okay, das läuft und das alles für Stahl. Was für eine Wahnsinnskonstruktion hier schon wieder. Aber das läuft. Das läuft gut. Aber ich habe momentan echt große Probleme mit Abwasser. Also ich verstehe es nicht. Guck mal. Ich kann dir erst mal zeigen. Und das Problem ist, diese Leitung hier... Blödsinn. Verkehrte, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, diese Leitung, obwohl sie Gefälle hat, ja, ist okay.
Na, hier wird, es wird einfach aufs, ums Verrecken nicht in dieses Ding hier reingepumpt. Hier genauso. Es wird einfach nicht reingepumpt, obwohl Pumpen dazwischen sind, Gefälle dazwischen sind, nix. Das ist echt... Ach ja, egal. Wurscht. Okay, wir brauchen einen Plan. Ich muss hier gucken, wie wir die Leute jetzt hier hochbekommen. 1, 2, 3. 3 von den Baggern. Hier vorne ist auch noch ein Bagger. Wie weit ist denn der weg? Der kommt mit Sicherheit nicht ran. Wenn wir da eventuell einen direkten Weg hochpacken würden... Mal sagen, okay, wir würden hier einen Weg hochbringen. Kommen wir da runter? Hm, da kämen wir runter. Okay, so, pass mal auf. Ich will mal gucken, ob das vom Weg her in Ordnung wäre, wenn das klappt. Wäre natürlich genial. Wenn wir irgendwie hier noch rankämen. Ja, ich habe jetzt echt die Dinger schon ein paar Mal abgefahren, hin und her gefahren. Ich werde es, ganz ehrlich, ich werde es offscreen machen. Das ist so zickig heute. Das macht nicht so wirklich Spaß, weißt du? Wenn du die ganze Zeit da am Basteln bist und es klappt nicht. Ist das zu weit? Ja, wahrscheinlich, ne? Wird zu weit sein. Ach, verdammt. Schade. Schade. Es wird zu weit sein. Wird zu weit sein, glaube ich. Ja, ich weiß. Und wie ist die Abstimmung bei dir? Neu oder weiter? Gerade so. Jetzt wird aber nicht reichen. Neustart. Ah, okay. Ja, ich werde auch Neustart machen, sobald das neueste Update da draußen ist. Weil es bleibt uns dann ja nichts anderes übrig, sagen wir mal so. So, wäre cool, wenn die jetzt da arbeiten gehen würden. So, Freunde, ihr... Hä? Moment mal, du warst doch... Wurdest mir doch angezeigt? Okay, der geht nicht. Okay, komischerweise... Ach so, zum Kiosk kommen sie. Ha, 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 ha. Alles klar, da kommen sie nicht ran. Shitte. Shit, shit, shit. Okay, mir bleibt nichts anderes übrig. Müssen sie halt hier an der Industrie wohnen, aber das ist mir egal jetzt. Direkt neben dem Bahngleis. Wer will da nicht schon gerne wohnen, oder? Kann man sich doch gemütlich machen. Günstige Mietpreise, auf jeden Fall. So. Na. Okay, dann kommen sie dahin, aber da komme ich nicht ran. Kommen sie darin? Na. Okay, kommen wir da noch irgendwie? Nee. Stimmt. Das ist richtig. So, das passt auch. Okay.
Okay, so, jetzt machen wir nochmal einen Fußgängertunnel hier. Wenn ich kann, hier hinten oder so. Das geht nicht. Kommen wir auch nicht ran. Ach, come on. Mach's mir doch nicht so schwer. Mach's mir jetzt nicht so schwer hier. Ist wirklich alles sehr eng hier. Alles sehr, sehr eng. Haben wir schon. Warum will der dann nicht? Dann machen wir was anderes. Machen wir es halt so. Wenn der nicht will, dann machen wir es halt so, dass es passt. Und zack. Okay. Okay, produzieren wir denn jetzt hier schon mal was? Ah, okay, kein Strom. Hahaha. Man kennt es ja. Na, zack. Okay, wir gehen da oben hin. Kommen wir daran vorbei? Nein. Ah, komm. Warum hat er noch keinen Strom? Okay, boah. Alter. Kein Wunder, dass hier. Das ist too much hier. Der nimmt. Der frisst ja zu viel Strom. Das geht so nicht. Der frisst hier zu viel Strom. Das ist ja Wahnsinn. Okay, das hier. Eventuell. Das hier vielleicht so. Vielleicht so. Na. Vielleicht so. Quatsch, Mann. Ja, besser. So, wie sieht's hier aus? Null Arbeiter, okay. Aber die müssten ja gleich angedackelt kommen. So, ihr geht definitiv da oben arbeiten. Und ihr auch. So, ihr bedient den Bagger. Dann kriegen wir schon mal Erz zumindest. Kann ja schon mal was rein. Ja, ist schon ein bisschen was drin. Okay, wir machen mal volle Pulle. Ja, yes. Können nicht exportieren Eisenerz. Warum könnt ihr nicht exportieren? Ist voll oder benötigt keine Ressourcen? Das Ding ist doch nicht voll. Ah, okay, weil das ohne Strom ist. Das ist doch zum Mäusemelken. Wenn ich jetzt aber hier rangehe und den auch noch ranpacke... Zieht der zu viel? Ist total doof. Ganz ehrlich, es ist total doof.
Der muss raus und der darf auch nicht. Ich muss den irgendwie so hinkriegen, dass der eine nicht drin ist und der andere ja. Das ist echt... echt doof. Bitte, liebe Modmacher, irgendwie macht was. Baut irgendwie eine Mod, dass man das mal einstellen kann. Das wäre so... ich würde das so feiern, ey, ganz ehrlich. Du sagst mal besser nix, okay? Jetzt geht's. Ey, es ist immer noch überlastet. Ey, es ist... der jetzt zieht zu viel. Der zieht zu viel. So, hier hinten ist klar, dass hier noch nichts ist. Das ist aber logisch. Vielleicht können wir da noch irgendwie kraftwerktechnisch irgendwas ransetzen, dass das mehr Power hier kriegt oder sowas. Irgendwas Kleines. Dass wir das vielleicht so ein bisschen entlasten können. Nochmal. Kraftwerk, Kraftwerk, Kraftwerk. Damit wir hier mal den Druck wegnehmen. 200 Megawatt. Na, wenn, dann soll es sich ja lohnen. Kohle. 50, 1300 und Kohle. Könnten wir gut was mit abdecken, ne? So klar, obwohl doch. Da brauchen wir 148. 2,1. Problem ist ja, dass die Solarkraftwerke zwar nett sind, auch eine gute Idee, aber sieht ja auch geil aus. Das ist ja auch hot. Komm, das nehmen wir. Scheißegal. Das nehmen wir. So, das lassen wir nochmal aufbauen. Kohle haben... also wenn wir eins haben. Kohle. Da haben wir en masse. Da können wir richtig Gas geben. Acht, nur das speichern. Warum geht es hier eigentlich nicht weiter? Ach, weil die Dinger voll sind. Okay, die Dinger sind voll. Aber wie gesagt, Kohle, da haben wir keine Probleme. Okay, das scheint hier auch zu funktionieren. Ja, ihr habt keinen Strom, ist klar. Okay, ihr habt keinen Strom. Könnt mir nicht erzählen, dass ihr keinen Strom habt, ganz ehrlich. Wo bist du denn? Da hinten. Na komm. Na komm. So. Jetzt müsste aber was vorangehen.
baut das mal schnell. Und dann sehen wir weiter. Unfassbar, dass sie keinen Strom haben. Ja, das passt. Da geht eigentlich auch noch viel mehr. Okay, das ist in Ordnung. Jetzt hast du Strom, ne? Genau. Gut, das passt. Das ist in Ordnung. Gut, so, da ist das gute Stück. Gar nicht mal so schlecht. Aber wie das dann weitergeht, das sehen wir im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst, wie gesagt, gerne ein Däumchen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.